Okay. Oh nein, das gefällt mir schon mal gar nicht. Muss das nicht da heiß sein? Hier! Willst du mal was spüren? Da kann ich mich heilen. Ja klar. Keine, du falscher Annabelle. Hau ab! Komm mal, ich kann auch da und dieselbe Attacke machen, aber jetzt muss ich sparen. Oh komm, was ist denn das für ein Scheiß? Hör auf zu spammen! Ja, komm, hat sie mich. Mann! Hä, wieso redet der doppelt? Oh. Jetzt zu dir, Strohhut, als Trophäe erhalten. Aber seht ihr ja sicherlich selber. Ja, wieso? Braucht er 170.000 Jahre, bis der überhaupt mal fertig kommt? Ich bin bereit für ein Quicktime-Event. Ey! Das sah aus von bei Ruffy. Minuten. Tschüss. S-Rang? Was? S-Rang? Geil.
Wir wissen natürlich, wie Ace in Wirklichkeit aussieht. Und nicht einfach so verbrannt. Die Frage, stirbst du, Ace? そうだな。お前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ、俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前ならかならずやれる。 俺の弟だ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ。嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものは、どうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのは その答えだった。もう思いも出ねえ。ルフィ、俺がこれから言う言葉をお前、後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ。 Quatsch. Ja, das ist eine der traurigsten Szenen in One Piece Geschichte. Gar sogar das Schlimmste bis jetzt. So. Teleschnickel. Ecke zu海賊たちに総退却を命じた白ひげエドワード・ニューゲートは、海軍の追撃を一手に引き受けて戦い続けたが、突如現れた黒ひげ海賊団の集中攻撃を浴びてついに力尽きた。ワンピースは実在する。最後にそう言い放ち、立ったまま絶命した白ひげの背中には 一つの逃げ傷も残されてはいなかったという。その後、白ひげを討ち取った黒ひげマーシャル D ピーチは謎の得意体質によって白ひげからグラグラの実の能力を吸収。マリンフォードを一方で、海軍の三大将は攻撃の手を緩めることなく、ルフィを逃がそうとする海賊たちに襲いかかる。泥沼と化した戦場にやがて、 一隻の海賊船が現れた。シャカダス、アイカイヌ。それは、新世界に君臨する四皇の一人、シャンクスの突然の介入により、黒ひげ海賊団は撤退を余儀なく。海軍本部元帥、戦国も、これ以上戦い続けることの無益を悟り、 全軍に終戦を宣言。 かくして大海賊時代が始まって以来
最大の戦いとなったマリンフォード頂上戦争はここに幕を閉じた。ジンベエらの尽力によって戦場を脱していたルフィは昏睡状態に陥りながらも一命を取り留め、再び明ヶ島にかくまわれる。しかし目覚めてもなおエースを失った悲しみから立ち直れず、ルフィは苦悶し続けていた。何が海賊王だ。俺は弱い。何一つ守れねえ。Wieso stand da? Was war ich? Luffy-kun. Für den Piratenkönig. Da war doch noch nicht mal ein Piratenkönig gewesen. これ以上、自分を傷つけるお前さんを見ちゃおれん。俺の体だ。勝手だろ。ならばエースさんの体も本人のもの。彼が死ぬのも彼の勝手じゃ。お前黙れ。次何か言ったらぶっ飛ばすぞ。それで気が済むならやってみ。あわ。もう何も見えんのか、お前には。どんな壁も乗り越えられると思っておった自信、疑うこともなかった己の強さ、それらを無情に打ち砕く手も足も出ぬ敵の数々、この海での道しるべじゃった兄、なくしたものは多かろう。世界という巨大な壁を前に、次々と目の前を覆われておる。それでは一向に前は見えん。後悔と自責の闇に飲み込まれておる。今は辛かろうが、ルフィ、それらを押し殺せ。失ったものばかり数えるな。ないものはない。確認せ、お前にまだ残っておるものは何じゃ。仲間がいるよ。ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパー、ロビン、フランキー、ブルック。Genau die, genau in dieser Reihenfolge, wie die alle Mitglied geworden sind. Und natürlich auch später, Achtung Spoiler, die es noch nicht wissen, Jinbei ist natürlich jetzt auch schon Mitglied. Wir haben eine Gruppe, die wir haben. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. おお、ルフィ君、早速会えてよかった。チェリノさん、なんでこんなとこにいるんだ。俺今からシャボンディ諸島に行くつもりだったんだ。みんなは。いや、まだ集まってはおらんだろう。俺仲間に会いてんだ。本当にそれでいいのか。あの島で君たちの身に何が起きた。繰り返すためにまた集まる気か。私から一つ提案がある。乗るかそるかはもちろん君が決めろ。麦わらのルフィが生きていた。また海軍本部に乗り込んだんだって。一体何が目的でこんなことを。あ、そう。ああ、そうか。わかったぞ。Du hast es verstanden? 了解。そうか、ルフィ。イヴァンコフ。わかった。わかったぞ、ルフィ。人の気も知らないで。勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。
集合は3日後じゃなく2年後立ち止まって力をつけるんだそしてまた必ず集結する2年後にシャモキーシャモーレFresh kommen jetzt, wa? Ja. Also zur Hauptstory. Es hat ja groß und ganzen Spaß gemacht, aber hin und wieder mal gab es kleine Momente, die extrem nervig waren. In. Warum steht der Eisberg? Der heißt Eisberg. Alter, hin und wieder mal sind da auch Fehler drin in den Texten. Jedenfalls, was ich sagen wollte, einige Sachen waren wirklich unnötig und extrem reizbar. Also damit meine ich, dass sie jemanden zum Weißglut gebracht haben. Dennoch, also im Grunde gut umgesetzt, was ich sehr schade fand, dass man Brook und Nami nicht einmal gespielt hat in der gesamten Story. Ich meine, wir hatten schon Zoro gespielt, Sanji, kurzzeitig Chopper, kurzzeitig Lissop, kurzzeitig Frankie und Robin. Und ansonsten, ja, wie gesagt, Brook und Nami waren nicht einmal spielbar. Aber Whitebeard, Ace und Boa Hancock waren spielbar. Es ist schon irgendwie ungerecht für Nami und Brook in der Hauptstory, meiner Meinung nach. Ja. Jinbei, dass man den auch nicht gespielt habe, war okay. Dennoch, wenn man den auch schon so miteinander verknüpfen konnte, dann sollte man auch wenigstens ihn schon einbauen können. Oder sollte man ihn wenigstens einbauen. Ja. Ich fand es auch schade, dass einige Geschichten weggelassen wurden. Wie zum Beispiel Brooks Geschichte. Gut, es wurde auch kommentiert, dass seine Geschichte nicht erzählt wurde. Das fand ich lustig, aber dennoch fand ich es auch sehr schade, dass er nicht mit hineingenommen wurde. So wie die Geschichte mit Zoro, wie man ihn gerettet hat. Und auch die Geschichte von Lissop. Mit. Oh, wie heißt denn der? Vorgard, irgendwie so. Jedenfalls die Heimatinsel von Lissop. Lissop, wie ich es schon ausgesprochen habe. Lissop! Dass die Geschichte über Enel nicht kam, das war eine Sache. Aber ich fand es auch sehr schade, dass es auch nicht hineingenommen wurde. Dann, da war noch eine Sache, die nicht reingenommen wurde. Ich weiß aber nicht mal was. Stimmt, das mit Amazon Lily, dass diese Geschichte auch nicht hineingenommen wurde, fand ich auch ein bisschen schade. Aber wiederum finde ich es okay, dass es nicht hineingenommen wurde. Trotzdem hat es im Großen und Ganzen Spaß gemacht. Was ist denn das da? Also wahrscheinlich von Go to New World. Ja, weiteren Lock war das. Hancock kann ich jetzt auch spielen. Whitebeard auch. Du kannst jetzt eine andere Kleidung für Ruffy auswählen. Du kannst jetzt eine andere Kleidung. Warum so. Warum jedes Mal denselben Text? Du hast jetzt Herausforderung. Du kannst jetzt Herausforderung spielen. Ja, also. Der einzige Kritikpunkt war. Ist eigentlich nur. Strut Ruffy als Trophäe erhalten. Dass einige Stellen extrem nervig waren und unnötig. Ansonsten. War die Geschichte und die Story gut. Das nächste Mal werde ich die. Das wurde mir gerade eben gesagt. Das nächste Mal werde ich weitere Slots spielen. Online werde ich nicht spielen. Herausforderung: ein paar besondere Episoden beginnen. Oh toll. Also noch mehr. Stopp. Achso, das war das. Ja, also weitere Slots mit mehreren unterschiedlichen Charakteren spielen. Ich guck mal ganz kurz da rein. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht eine Geschichte reingebracht. Okay, gut. Hier kann ich also 4, 8. Okay, wie es auch im Internet stand oder auf Wikipedia stand, man
kann 13 Charakteren spielen. Und diese werden hier auch gelistet. Das finde ich sehr gut. Also man kann, wie ihr seht, auch Brook und Nami spielen, aber in der Hauptserie konnte man die nicht spielen, so wie Whitebeard. Das fand ich schade. Ja. Okay, er ist Level 31, alle sind Level 1. Das ist sehr toll. Gut, das nächste Mal werde ich diesen Modus spielen. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Und dann bin ich gespannt, was mich in diesem Modus erwartet. Ich sage ansonsten hier nur noch Tschüss.